Diesmal müssen wir eine Abbildung bestimmen. Eine Abbildung ist eine Matrix. Das heißt, ich brauche eine Matrix im Endergebnis. Und zwar brauche ich die Matrix, die einen Vektor, das R2, um 50 Grad in positive Richtung dreht. Das heißt, oh, welche Überraschung, ich brauche wieder die Drehmatrix. Die Drehmatrix ist ja das mit dem Cosinus Alpha, Sinus Alpha und so weiter. Hier habe ich Cosinus von Alpha, sind 50 Grad, minus Sinus von 50 Grad, Sinus von 50 Grad und Cosinus von 50 Grad. Und anschließend soll um den Faktor 3 gestreckt werden. Eine Streckung, Sie erinnern sich vielleicht, ich beginne bei der Einheitsmatrix und verändere diese beiden Zahlen in der Diagonale. Diese Zahl streckt in x-Richtung, diese Zahl streckt in y-Richtung. Wenn ich am Ursprung strecke, heißt das, ich strecke in x-Richtung um 3 und ich strecke in y-Richtung um 3. Und in diesem Falle wäre es egal, aber rein theoretisch, ich drehe zuerst und dann strecke ich, deswegen steht die Matrix mit der Streckung links. Wie gesagt, in diesem Fall ist es zufällig so, wenn man die Matrizen vertauscht, käme das Gleiche raus. Eigentlich war es das. Das muss ich jetzt ausmultiplizieren und habe mein Ergebnis. Ich könnte die Matrizen wieder mit dem Falk-Schema multiplizieren, also mit dem Kreuz. Ich mache es aber diesmal einfach so, ich multipliziere Zeile mal Spalte. Also erste Zeile mal erste Spalte. 3 mal Cosinus 50 sind 3 mal Cosinus 50 plus zweites mal zweites, also 0 mal irgendwas ist 0. Erste Zeile, zweite Spalte kommt, das Ergebnis kommt in die erste Zeile, zweite Spalte, also dahin. 3 mal minus Sinus von 50 plus zweites mal zweites, 0 mal Cosinus 50, 0 mal irgendwas ist 0. Dann zweite Zeile mit erster Spalte. 0 mal Cosinus 50 ist 0 plus zweites mal zweites, 3 mal Sinus 50. Und zum Schluss zweite Zeile mit zweiter Spalte. Also 0 mal minus Sinus 50 gibt 0 plus 3 mal Cosinus 50. Ja, das können Sie jetzt theoretisch im Taschenrechner antippen und sollten erhalten 2,298 und minus 2,9, ach, bin ein bisschen doof, Entschuldigung, minus 2,298 und 1,928. Und das ist unsere Ergebnismatrix, also das ist die Abbildung, die wir gesucht haben.